Nach diesem Video wirst du in der Lage sein, dich in der Oberstufe wirklich richtig, richtig gut zu fühlen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, dich in der Oberstufe wirklich gut zu fühlen. Weil Oberstufe, Abitur wird oft einfach damit verbunden, dass man sagt, so, ja, ich muss hier irgendwie die allerbesten Noten haben und das Abi ist ja so wichtig und so weiter. Und natürlich stimmt das. Ja? Es macht wirklich Sinn, ein sehr gutes Abi zu machen. Das Abitur ist einfach ein Türöffner für die Zukunft. Du kannst damit einfach genau das Studium studieren, was du möchtest. Oder es dient einfach primär dazu, dass du stolz auf dich sein kannst, dass du weißt, hey, all diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die 12 Jahre oder 13 Jahre vielleicht sogar, die haben sich gelohnt und ich habe jetzt einfach was in der Tasche, was mir richtig viel Selbstvertrauen gibt für meine Zukunft, egal was ich dann danach mache. Ja, und deswegen, das macht Sinn. Ja, und deswegen empfehle ich euch auch, da wirklich richtig, richtig Gas zu geben. Aber was genauso wichtig ist, ist, dass man sich innerhalb dieses Prozesses gut fühlt. Weil ich sehe so viele Schüler, die schreiben vielleicht schon ganz gute Noten, aber wie sie sich fühlen, ja, ist meiner Meinung nach einfach nicht akzeptabel. Und es ist irgendwie so weit verbreitet, dass man denkt, ja, in der Oberstufe hat man halt Stress. Abitur ist halt stressig. Da macht man sich halt Druck. Da hat man halt mal Angst. Aber für meine Wahrnehmung ist es nicht normal. Natürlich hat man ab und zu mal Selbstzweifel oder wie auch immer. Natürlich. Aber all diese Dinge müssen ja nicht sein. Ja, man kann ja in der Oberstufe sehr gute Noten schreiben und trotzdem stressfrei durchs Ganze durchgehen. Trotzdem sich gut fühlen. Und wie du genau das schaffst, das besprechen wir jetzt eben. Ja, das bedeutet, das Allerwichtigste ist erstmal zu verstehen, deine Noten hängen überhaupt nicht mit deinem Gefühl zusammen. Ja, ganz oft denkt man so ein bisschen so, oh ja, wenn ich voll gut Noten schreiben würde, dann würde ich mich auch gut fühlen. Stimmt nicht. Oder ja, wenn ich schlechte Noten fühle, dann fühle ich mich immer kacke. Nein, du fühlst dich nicht wegen den schlechten Noten kacke. Ich hatte jetzt mit so 10.000 Schülern Kontakt, okay? Es gibt genauso Schüler, die schreiben 1,0 durchgehen und die fühlen sich scheiße. Und genauso gibt es Schüler, die schreiben, die bestehen die Klasse teilweise nicht und fühlen sich trotzdem gut. Ja, und genauso gibt es auch Schüler, die schreiben extrem gute Noten und die fühlen sich mega gut. Und es gibt Leute, die schreiben total schlechte Noten und fühlen sich total schlecht. Ja, das heißt, es gibt alles. Da gibt es keine, wie soll ich sagen, keine Korrelation dazwischen. Ja, natürlich, wenn du sagst, ich will gute Noten schreiben, du schaffst es auch, natürlich hast du ein gutes Gefühl. Natürlich fühlt sich das geil an, natürlich pusht dich das auch und das trägt dich und das soll ja auch so sein. Ja, und natürlich ist es so, dass wenn du dir vorgenommen hast, eine gute Note zu schreiben und du die dann nicht schreibst, natürlich wirst du dich schlecht fühlen. Aber nur mal für einen Tag oder für zwei Tage oder meinetwegen für eine Woche. Ja, aber das bestimmt nicht deinen permanenten Zustand. Was deinen permanenten Zustand beeinflusst, ist, wie du die ganze Sache angehst. Ja, und denk nicht, nur weil du mehr Stress hast, lernst du mehr und deswegen kriegst du bessere Noten. Das ist vollkommener Schwachsinn. Gerade an euch, und ich weiß, dass da so viele von euch draußen sind. Und zwar, ihr habt alle, extrem viele, mit folgendes Szenario zutreffen. Ihr lernt den ganzen Tag, ihr macht euch mega viel Stress und egal wie viel ihr lernt, ihr bekommt trotzdem nicht die Noten, die ihr euch wünscht. Davon gibt es so viele. Und ich kann das so gut verstehen, weil uns wird in der Schule immer nur gesagt, lern mehr, lern mehr, lern mehr, lern mehr und du hast bessere Noten. Aber daran liegt es nicht. Es gibt noch ein paar andere wirklich wichtige Punkte, die wir zum Beispiel bei uns im Traumabitur-Coaching machen. Deswegen, wenn du zu dieser Personengruppe, die ich gerade beschrieben habe, dann bitte komm in unser Traumabitur-Coaching. Weil was ihr braucht, sind einfach die richtigen Strategien. Ihr braucht wirklich ein Komplettsystem und einfach die richtigen Strategien, damit die ganze Energie, dieser ganze Aufwand, den ihr ohnehin schon die ganze Zeit reinsteckt, dass der endlich mal belohnt wird. Das geht einfach auf den YouTube-Link in der YouTube-Beschreibung. Bewerbt euch da unverbindlich auf unser Coaching und dann helfen wir euch da. Also wirklich, müsst ihr machen, weil gerade der Personengruppe können wir so unendlich stark weiterhelfen. Dann werden auch eure Noten auf einmal so krass abgehen und ihr werdet sogar noch viel mehr Freizeit haben. Ja, deswegen bitte bewerbt euch. Das bedeutet, dass da einmal jeder versteht, hey, es kommt nicht darauf an, wie viel ich lerne, welche Noten ich habe, wie ich mich fühle, sondern es bestimmt eigentlich nur eure Einstellung und eure Gedankengänge, wie ihr euch fühlt. Ja, ein geiles Beispiel ist immer so, stell dir vor, zwei Personen schauen ein Fußballspiel, eine Mannschaft schießt ein Tor, die eine Person freut sich, die andere ist traurig. Ja, weil die eine Person ist Fan vom einen Club und die andere Person Fan vom anderen Club. Es ist genau das Gleiche für beide Personen passiert, aber die Reaktion darauf ist komplett unterschiedlich. Kennt ihr auch bei euch in der Klasse? Die eine Person bekommt eine 4, freut sich des Todes, die andere Person bekommt eine 2- und kriegt den Heulkrampf. Ja, deswegen erstmal das raus, Noten, Gefühl hängen nicht zwangsläufig miteinander zusammen. Deswegen, was jetzt wirklich wichtig ist, ist, dass ihr, um euch gut zu fühlen, wieder mit euch selbst connectet.
Ja, so oft ist man im Außen und denkt sich so, boah, ich muss einfach mehr lernen, bessere Noten, da, 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 ich habe noch ein Jahr, pusht sich die ganze Zeit so durch und verliert vollkommen den Kontakt mit sich selbst. Ja, deswegen bitte, 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 connecte wieder mit euch selbst. Schaut euch gerne mein Video zu Meditation an und vor allem nehmt euch Zeit für euch selbst, wo ihr wirklich einfach mal wieder bei euch sein könnt. Ja, wie wollt ihr euch gut fühlen, wenn ihr niemals in euch selbst reinfühlt? Ja, ganz, ganz oft ist es so, dass man zum Beispiel die ganze Zeit nur am Lernen ist und dann, wenn man nicht am Lernen ist, ist man am Handy. Ja, du bist die ganze Zeit abgelenkt. Du weißt gar nicht, wie es dir selbst geht. Du hast es für vollkommen normal angenommen, dass du die ganze Zeit gestresst bist. Aber das ist nicht normal. Es ist weit verbreitet, aber es muss nicht sein. Ja, deswegen versuch dich in dir zu connecten und überleg dir dann wirklich mal, worauf kommt es wirklich an? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die bringen wir immer wieder unseren Teilnehmern bei. Es geht nicht darum, wie viel du machst. Es geht nur darum, dass du genau die Dinge machst, auf die es wirklich ankommt. Und wenn du das machst, hast du viel mehr Freizeit. Ja, dann hast du viel weniger Stress. Und zum Beispiel ich auch. Ja, ich mache jeden Tag, mein Team auch, wir machen unendlich viel jeden Tag. Aber wir haben extrem selten Stress, weil wir wissen, wie wir uns das einteilen. Weil wir wissen, worauf es wirklich ankommt. Weil wir einen klaren Plan haben, den wir verfolgen. Und nicht einfach nur versuchen, immer noch mehr, mehr, mehr zu machen und dadurch dann irgendwie mehr Ergebnisse zu bekommen. So funktioniert das Ganze nicht. Ja? Deswegen wirklich, die beste Übung, die ich euch da jetzt mal mit auf den Weg geben kann, ist heute einfach zu beschließen, dass ihr ab jetzt jeden Tag, ist mir egal, wie anstrengend, stressig, Klausurenphase, sonst irgendwas, jeden Tag ihr euch 15 Minuten nehmt, in denen ihr einfach nur merkt, dass ihr Zeit habt. Ihr müsst in diesen 15 Minuten nichts besonders machen, ihr müsst nicht meditieren, ihr müsst nicht in der Badewanne sitzen, ist vollkommen egal. Das einzig Wichtige ist, dass ihr merkt, diese 15 Minuten habe ich jeden einzelnen Tag. Was ihr in diesen 15 Minuten macht, ist vollkommen euch überlassen. Macht irgendwas, wo ihr euch einfach wohlfühlt, wo ihr sagt, hey, das mag ich einfach. Ja? Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch diese 15 Minuten jeden Tag nehmt. Weil solange ihr in dem Mindset seid von, ich muss mehr, 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 mehr. Du kannst 1, zu mir kommen teilweise Leute, die schreiben schon 1,0 und wollen noch bessere Noten und denken, dass sie sich dann besser fühlen. Und was wir dann im Coaching machen ist, die fühlen sich auch schon mit 1,0 gut und schreiben dann trotzdem bessere Noten. Ja, du brauchst auch nicht diesen Druck, um bessere Noten zu schreiben. Bitte, bitte, das ist so wichtig, dass ihr das versteht. Bitte, 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 bitte. Ihr könnt alle Noten der Welt schreiben und euch gleichzeitig mega, mega gut fühlen. Ja? Und deswegen nehmt euch diese 15 Minuten und genießt die. Egal was ist. Und sobald ihr euch das mal erlaubt, ja, so viele von euch, ihr erlaubt euch das gar nicht mehr. Und sobald ihr euch das mal erlaubt, merkt ihr, wow, diese 15 Minuten, die ich zum Beispiel da nicht ins Lernen investiere, sondern in mich selbst, die sorgen eigentlich dafür, dass ich noch bessere Noten schreibe. Oder die fühlen dazu, dass ich mich besser fühle. Und deswegen bin ich glücklicher, positiver gestimmt in Bezug auf die Schule. Und auf einmal merkst du, wow, noch mehr machen ist vielleicht gar nicht der Schlüssel, sondern was wirklich der Schlüssel ist, ist weniger zu machen, die richtigen Strategien anzuwenden und dann aber wirklich auch genau das zu machen, worauf es ankommt. Das erklären wir euch eben im Traumabitur-Coaching. Deswegen bewerbe ich gerne, erster angepinnter Kommentar, da ist der Link dazu, leoeckel.de. Bewerbt euch einfach, sprecht mit meinem Team, die werden euch beraten. Wie sieht es bei euch aus, was braucht ihr gerade? Bewerbt euch wirklich einfach, es ist einfach ein Angebot von uns, wo ihr einfach meine Einschätzung bekommt. Ihr bekommt ein Angebot von uns, was wir euch in Bezug aufs Coaching anbieten können. Ja, deswegen einfach mal bewerben und vor allem geht tief in euch selbst rein. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann euch 100.000 Dinge sagen, die ihr tun könnt, damit ihr euch gut fühlt. Aber was es dann im Endeffekt für euch ist, was euch gut fühlt, wisst ihr selbst am allerbesten. Das wirklich Wichtige, ja, das ist das wirklich Wichtige. Das wirklich Wichtige ist, dass ihr euch die Zeit nehmt, ja, überhaupt mal selbst in euch reinzufühlen und dann auch einfach dem nachzugehen, was ihr tun möchtet. Und ich sage euch eine Sache, egal in welcher Situation du dich befindest, du hast jeden Tag mindestens 15 Minuten die Zeit, um genau das zu machen. Wenn du einmal spürst, welchen Effekt es auf dich hat, wirst du dann auch immer mehr davon machen, sodass du dich wirklich auch in der Oberstufe dann gut fühlst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.